Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Hearts of Iron 4 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und wir sind zurück mit dem Let's Play Together Weltkrieg Nummer 3. Und den muss ich zum Glück nicht alleine durchmachen. Da ist nämlich auch noch der Merb dabei. Ich grüße dich. Hallo und herzlich willkommen. Naja, Weltkrieg Nummer 3, oder man nannte ihn auch, jetzt geht's um die Wurst. Aber wirklich. Und jetzt will ich mal gerade gucken, um welche Wurst es jetzt hier genau geht. Wo sind denn die? Wo stehst du denn? Angeblich, also irgendwie die KI, die macht mir irgendwie hier so meine Frontlinienabschnitte irgendwie so ein bisschen kaputt. Deswegen löschen wir die jetzt einfach mal auf die Schnelle. Und werden die nochmal ein bisschen geschmeidiger machen. Irgendwie so, glaube ich. Und dann kannst du hier so angreifen. Das ist echt tatsächlich ein Riesenproblem für mich, weil wenn du nämlich noch 2000 andere Sachen nebenher machst und darauf nicht mehr achtest, ne, dann passieren wirklich böse, böse Dinge. Das versucht die KI jetzt zum Beispiel auch gerade hier, ne, wo er jetzt versucht, hier meine zwei Truppen hier zu kesseln. Und deswegen habe ich ja eigentlich auch, glaube ich, kaum eine andere Wahl, als hier rauszuziehen und versuchen, hier zu verteidigen. Ja, also das ist echt richtig doof, weil ansonsten hätten wir hier eine gute Chance gehabt. Aber es hat nicht so den Sinn. Und vor dem Hintergrund stellen wir uns jetzt einfach nochmal hier ein bisschen neu auf. Und sagen mal, hier diese Frontlinie. Dann stellen wir uns hier hin. Und ja, dann müssen wir das jetzt noch machen. Und wir haben ja noch ganz viele andere Truppen ohne Befehle. Die schicken wir jetzt auch noch gerade nach Norden. So, können wir weiterlaufen lassen oder brauchst du noch Pause? Jetzt können wir weiterlaufen lassen, ja. Okay, gut. Ey, ich sag euch, also ich habe ja in den Livestreams, meine Zuschauer wissen das ja, ich habe in den Livestreams ja schon so einiges erlebt. Aber das hier ist auf jeden Fall nochmal eine Nummer für sich. Also, das kann man nicht anders betiteln. Also, das ist auf jeden Fall super heftig. Und bin ich verstehe zum Beispiel nach wie vor nicht, dass der sich hier noch versorgen kann, ne? Mit den ganzen Truppen, die der hier in den Niederlanden jetzt zum Beispiel hat oder so. Das sind so viele Regimenter, das ist so krass. Oh, das war die Türkei. Die Türkei hat kapituliert, das ist auch schon mal ganz gut. Das nehmen wir doch gerne mal als Anlass für einen Grund zum Jubel. Dann hat meine mittlerweile deutlich geschmälerte U-Boot-Flotte leider nicht mehr. Das heißt, ich habe nochmal eine Armee freigekriegt. Also demnächst habe ich sie frei. Mhm. Na, also der Plan geht auf. Ich drücke jetzt übrigens auf Kairo drauf. Wahrscheinlich treffen wir uns dann so ziemlich in der Mitte, so am Nil oder so. Das ist gut. Den will ich jetzt hier rausgeboxt sehen, den Penner. Ich vergrößere dein Indochina. Freut dich bestimmt. Das freut mich auf jeden Fall, ja. Oh, die USA haben hier eine Anlandung gemacht. Wie frech. Habe ich Truppen, die ich rauskloppen kann? Nein. Also wir machen eigentlich dafür, also wir laufen ja nur mit Geschwindigkeit 2. Also dafür, dass wir eigentlich sehr, sehr wenig Zeit verlaufen lassen, machen wir hier einen unfassbaren Progress gegen die. Ja, das ist relativ flott, würde ich auch sagen, ja. Wollte ich kurz mal erwähnt haben, ne? Also das könnte, also man könnte sagen, die sind hier demnächst schwindig gespielt. Oh krass, wow, wir haben die Front stabilisieren können. Das ist sehr geil, auf jeden Fall. Aber kannst du den mal bitte aufhalten? Ey, guck mal, ich habe eine Kesselung! Eine Kesselung! Wo? Wo? Und wo?
In ehemaliger Slowakei, da ist eine riesen Truppe von denen gekesselt. Ach, geil, ja. Ich weiß nicht, wie viele, aber es sind eine Menge. Also die, den Kampf um Polen verlieren sie, ich sag's dir. Mächtig. Sollen wir weiterlaufen? So, so kommen wir immerhin später auch noch zu allem Möglichen. Japan hier, das nervt mich. So, bitte einmal anhalten. Ich habe noch nicht genügend Truppen. Weißt du, was auch mich nervt? Ich habe gerade eben Frauen in der Arbeiterschaft verloren. Oh. Ich muss wieder, also weil der Krieg aus war, ich muss wieder 100 Punkte ausgeben, um das wiederzukriegen. Autsch. Ich habe aber keine 100 Punkte. Das heißt, das Spiel mosert jetzt gerade eben rum, dass meine Manpower, naja, mit 1,4 Millionen Mann knapp wäre. Luxusprobleme, ne? Aber wirklich. Nennen wir es einfach mal Luxusprobleme. Ich weiß nicht, strategische Bomber will ich, glaube ich, nicht mehr einsetzen, ne? Brauche ich die kolonialen, also die, ja, Schiffswerften und sowas brauche ich eigentlich nicht. Flugzeugträger, Schlachtschiffe oder Schlachtkreuzer, weder noch eigentlich, ne? Marineflugzeuge, das könnte sich noch lohnen. Ach, guck mal da, da kriege ich zwei schwere Schiffe von 36, ja, das bringt mir aber nichts, ne? Dann nehme ich lieber die Marinedoktrin, wobei ich noch nicht mal eine Marinedoktrin habe. Das ist halt auch problematisch, ne? Weil wir halt relativ spät geforscht haben, fehlt uns das halt, ne? Das Griechenland ist übrigens so gut wie erledigt. Schau dir das mal an. Ich gehe mal, glaube ich, jetzt hier auf, soll ich auf Bündnisforschung gehen? Ja, wobei, ich meine, wir können immerhin noch, wir können sagen, also wir nehmen noch zwei Schlachtschiffe aus dem 36er Jahrgang, ne? Weil Flugzeugträger werde ich nicht mehr bauen. Also nicht mehr viele auf jeden Fall, ne? Ja, wobei, komm, ach, mach einfach mal. Komm, scheiß drauf, ist jetzt auch egal. Ja, ich verliere irgendwie immer die, U-Boote, da Großbritannien, das kann der irgendwie zu gut beschützen. Wobei ich das auch irgendwie noch merkwürdig finde, weil, ich meine, ich habe so viele Flieger da in der Luft, ne? Mhm. Hier zum Beispiel, ne? Dann jagt er mit drei Zerstörern, jagt er meine U-Boote, ne? Und ich habe da über 600 Flieger in der Luft, ne? Und die machen nix, ne? Also das ist schon krass. Weitergehen. Das sind sogar, ich habe 1000 Flieger in der Luft, ne? Na gut, es sind halt keine Marinebomber, das macht vielleicht nochmal was aus, ne? Das kommt total drauf an, was du machen willst. Aber die machen ja trotzdem Marinebombardierung, ne? Das ist es halt, ne? Ich find's halt witzig, wie halt Norwegen, also wisst ihr, sie hätten uns übermannen können, wenn Norwegen und Co. der Meinung gewesen wären, hey, wir wollen jetzt auch ganz, ganz dringend Krieg haben. Aber sie wollen es halt nicht. Dadurch können wir sie jetzt hier Stück für Stück auseinandernehmen. Mhm. Und es besteht jetzt hier sogar, jetzt hört doch mal auf, komm da echt rein, ey, das ist ja nicht zu fassen. Wo habe ich denn ein Seegefecht verloren? Hier oben. Da haben wir wieder drei U-Boote weg, ne? Und meine, und ich frage mich halt, also, wie funktioniert das denn dann genau? Also meine U-Boote sind halt da und die sollen ja nicht angreifen, ne? Sondern nur bei niedrigem Risiko sollen sie angreifen und trotzdem, ne, er ortet sie, er bombt sie halt dann direkt weg. Und tja, ich weiß nicht, ne? Also dann bauen wir mal hier den Schnorchel rein. Ach man, was soll denn das? Warum macht das Spiel das immer? Weiß ich nicht, wie nennen wir das?
Ich muss die Panzer bekommen. Weißt du warum? Putztruppe. Ich möchte meine Panzer benutzen, um um Danzig mir zu holen. Wenn ich Danzig habe, dann haben die Amerikaner und alle anderen, die hier angelandet sind, keine Versorgung mehr. Das ist zumindest meine Hoffnung. So, jetzt fange ich an, gegen die Briten zu vorzugehen mit den Spionen. Vorteile rausholen. Ich könnte jetzt auch die USA dechiffrieren. Blöd wäre es nicht. Weil ich habe die Briten jetzt dechiffriert. So. Also, ohne Witz, dass Griechenland jetzt hier gerade eben so sang- und klanglos untergeht, finde ich echt krass, du. Das sieht jetzt ganz schlecht aus für diesen Kessel hier bei Wien. Ich weiß gar nicht, wie viele da jetzt hops gehen, aber es ist schon ein bisschen was. Es sind halt nur Fragezeichen, ne? Ja, man sieht's nicht genau, ne? Aber es dürfen 12 Truppen sein, ne? Sehe ich exakt genauso. Warte mal, das brauchen wir jetzt echt nicht. Bei der Forschung. Ne, wir nehmen noch lieber. Luftfahrtdoktrin forschen wir noch, ne? Präsenzflotte ist auf jeden Fall scheiße. Können wir nicht irgendwie auf Handelskrieg oder irgendwie sowas gehen? Ich finde es immer noch lustig, wie Jugoslawien einfach überhaupt nicht in diesen Krieg will und die Skandinavier auch nicht. Die gucken sich halt einfach an, was sind das für zwei Länder? Fuck! Weißt du was? Ja, ja. Der diplomatische Begriff ist in dem Fall fuck. Dann gucken sie zu den Amerikanern und denken sich, ihr Idioten, was habt ihr getan? Das war doch klar, dass das passieren würde. Oh Mann. Oh cool, meine Truppen haben sich mal wieder entschieden, Halt zu machen und nicht mehr weiterzulaufen. Das liebe ich ja besonders, ne? Glaube ich dir. Vor allen Dingen, wenn ich die schon auf aggressiv gestellt habe, ne? Achso, da kann ich gar nicht lang. Hier steht wirklich 24 Divisionen Armee 18 im Angriff. Muss man sehen, wie das bei mir aussieht. Ich habe halt einfach... Überblick, was ist das? Das ist einfach nicht zu fassen, ey. So völlig absurder Scheiß habe ich noch nie erlebt in diesem Spiel. Also ich bin jetzt auch gleich schon bei Kairo, du aber auch, ne? Ja. Wieder 6 U-Boote verloren. Ich versteh's nicht. Der hat meine U-Boot-Flotte mittlerweile komplett halbiert, ne? Ist halt raus. Also dann, ja. Dann geht's halt nicht anders. Das ist dann halt echt scheiße, aber ja, ist dann halt so, ne? Also, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, woran das liegt. Ne, die sind auch andauernd in Gefechte verwickelt, ne? Und es ist jetzt, also ich meine, wenn er da jetzt 50 Zerstörerflotten irgendwie rumschickt, ne, die halt auf Patrouille sind oder sowas, dann müsste doch meine Luftwaffe auch mal irgendwas dagegen machen.
Aber die machen halt auch nichts, ne? Also. Mhm. Es kann ja auch nicht sein, dass halt so, dass er. Also, ja, egal. Ja, es ist vielleicht. Übersehe ich da auch irgendeinen Parameter, was da eigentlich irgendwie total wichtig wäre. Und ja, ich sehe es halt. Frage: Hast du politische Macht über oder ist es bei dir eher gerade knapp? Ich habe total viel politische Macht über. Fingier doch mal gegen Jugoslawien und solche Sachen. Und gegen. Dann können wir so nach und nach. Gerade gegen die Schweiz. Ah, okay. Also ich kann natürlich auch noch gegen Jugoslawien fingieren, klar, warum nicht? Das ist kein Problem. Ah, okay, jetzt haben wir noch den U-Boot-Schnorchel Nummer 2. Na, ja, der ist wichtig. Ja gut, ne, irgendwie werden die halt schon dauernd diese U-Boote orten, ne? Ey, wie Indien einfach kollabiert. Ich bin entsetzt. Was ist mit diesem Spiel los? Ich kenne dich nicht mehr, Spiel. Oh nein. Hä, wie ist denn das passiert? So, jetzt machen wir hier die Kneifzangen. Ja, ne? Passt doch alles. Zack. Dauert noch 10.000 Jahre, bis ich hier endlich meine Truppen hab, du. Mhm. Ich weiß nicht, hat er das jetzt abgebrochen, ohne mich zu fragen? Oder was ist. Also, das ist jetzt irgendwie ein bisschen. Also, irgendwie passieren hier komische Dinge gerade. Weißt du, was total lustig ist? Die Briten haben halt teilweise in ihren eigenen Ländern halt auch einfach nur Versorgungsprobleme. Und meine Truppen sind das halt einfach komplett gewöhnt, ne? Sehr geil. Also, die haben keine Versorgungsprobleme. Ja, der hat das abgebrochen. Aha. Ich bin fassungslos. Der hat mir schon wieder. Ich habe keine U-Boote mehr im Einsatz. Wie kann ich 13 U-Boote verlieren? Warum kämpfen die alle? Warum? Warum kämpfen die alle da oben? Die kämpfen alle in der Nordsee. Warum? Das ist genau der gleiche Scheiß. Wir hatten schon mal sowas. Ich weiß, aber ich weiß nicht, warum die das machen. Also ich gebe zu, das macht keinen Sinn. Es ergibt, sie haben noch nicht mal einen Befehl, das ist noch nicht mal das Einsatzgebiet. Und sie kämpfen alle. Sie sind alle im Einsatz. Sind die vielleicht auf dem Weg zu deiner Flotte, weil sie einen Befehl haben, sich einer Flotte automatisch anzuschließen? Die sollen alle in den Hafen zurück. Die sollen da überhaupt nicht. Die sollen da überhaupt nein, ich meine. Darum, es kann sein, dass du zum Beispiel irgendwann mal eingestellt hast, ey, Schiffe, diese Flotte soll 50 U-Boote umfassen. Achso, nee, das ist das nicht. Nee. Automatische Verstärkung mache ich immer aus. Okay. Dann weiß ich es tatsächlich. Ja, es ist absolut unbegreiflich. Es ist total unbegreiflich. Es gibt auch, ich habe keine Ahnung, also vor allen Dingen, die greifen andauernd irgendwelche Transporter an. Die greifen. Also, obwohl die auch gar keinen Einsatzbefehl haben, greifen die wahllos Transporter an. Du kannst noch weiter Minen legen. Und das reicht dann auch. Das ist total Banane. Es ist total Banane. Ich weiß nicht. Vor allen Dingen, was auch richtig krass war, aus irgendeinem Grund hat es eine U-Boot-Flotte von mir geschafft,
im Mittelmeer zu landen. Also obwohl die Straße von Gibraltar ja blockiert ist, ne? Mhm. Ist eine U-Boot-Flotte von mir ins Mittelmeer gefahren. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe alle Häfen im Mittelmeer deaktiviert, außer ja die, die ich jetzt natürlich gerade irgendwie noch erobert habe oder sowas, ne? Aber aus irgendeinem Grund fanden die das, und ich meine, gut, dann habe ich halt gedacht, gut, dann setze ich sie jetzt halt auch ein, ne? Mhm. Wenn sie jetzt da sind, der Flotte passiert da auch relativ wenig. Aber ich, auch das wieder sowas, was ich überhaupt nicht verstehe, ne? Also... Kann gut sein, dass es halt auch wirklich ganz stumpf rumbackt. Ja. Ich meine, wir spielen ein Paradox-Spiel, vergiss das nicht. Ja, ja, ist klar, ja. So, dann machst du Konvoi-Überfall. Keine zugewiesene Seeregion. Ah ja, eben, deswegen, da sitzt ihr hier hin. Und irgendwie hier oder so, mach bitte die beiden Regionen. Die steht jetzt übrigens interessanterweise auch auf niemals reparieren. Das habe ich niemals so eingestellt. Wahrscheinlich hat sich das mal verklickt irgendwann mal an einem gewissen Punkt. Vielleicht, weil ich den Hafen hier ausgemacht habe, ne? Na ja, egal, wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wir sind immer noch in Russland unterwegs hier, meine Power-Schlümpfe hier, du. Es ist echt nicht zu fassen. Muss ich noch gegen Dänemark vorrücken. Gegen Spanien hältst du einfach nur, wie ich sehe. Genau. Attention. Gardez vos rangs. Gardez vos rangs. Bougez-vous. Attention. Bougez-vous. Griff's mal an, danke. Wie Griechenland halt einfach gerade eben nicht fallen will. Gleiches Spiel wieder. Zwei U-Boote weg, hatten keinen Befehl und nix. Segeln aus irgendeinem Grund vor Portugal rum. Ich habe keine Ahnung, warum die da überhaupt rumfahren. Ich weiß es auch nicht, aber wir kriegen es jetzt auch nicht raus. Also es kann auch sein, dass es rumbackt, weil das Spiel hat halt einfach die Angewohnheit, also das habe ich schon gemerkt, in diesen extremen Situationen, wie jetzt, also wo saumäßig Truppen unterwegs sind, zu buggen. Ja. Ja, also ich vermute Folgendes. Ich vermute, dass die KI versucht... Ja, das ist krank. Das ist total krank. Okay, also ich kann es euch sagen, woran das liegt. Die KI versucht aus irgendeinem Grund mit den beschädigten U-Booten ins Mittelmeer zu fahren. Das kann... Ach, da hast du... Ich weiß warum. Du hast wahrscheinlich eingestellt, dass da Häfen sind, die sie reparieren. Und jetzt, wenn ihr mal bei mir auf den Bildschirm guckt, ne? Ich habe alles ausgeschaltet. Ich hatte jeden einzelnen Hafen im Mittelmeer ausgeschaltet. Gut, klar, ich habe jetzt wieder welche erobert, halt hier, ne? Die wurden wahrscheinlich automatisch reingeräumt. Aber sie haben ihren Heimathafen, und das habe ich vorher gesetzt, sie hatten alle ihren Heimathafen in Westfrankreich. Und das ist der Grund, warum hier die ganze Zeit die Flotten flöten gehen. Die aus... Jetzt zum Beispiel hier. Die Flotte aus irgendeinem Grund in Westafrika hier unterwegs, ne? So, und die Flotte packst du mir jetzt hier dazu. So. Und die Flotte setzt du mir jetzt noch einmal netterweise... Setz mir die komplett hier hin. Das ist so Banane. Das ist so Banane. Also, aber das muss der Grund sein, ne? Dass der halt aus irgendeinem Grund denkt, er müsste ins Mittelmeer fahren mit dem ganzen Gedöns, ne? Das schafft er nicht. Also dümpelt er irgendwo in der Weltgeschichte rum und fährt vielleicht gar nicht rum, ne? Und lässt sich dauernd in irgendwelche Kämpfe verwickeln und die KI, ja, schlägt halt Kapital draus und macht halt alles platt. Mhm. Würde ich ja auch machen, ne? Da muss ich übrigens unbedingt ausmachen. Lass mal laufen wieder. Ja, warte mal.
Und? Laufen oder nicht? Ja, ich hatte es gerade wieder angemacht. Dann. Ach so. Aber, ja. Ich habe jetzt hier vielleicht gleich diese Danzig-Sache hinbekommen. Was für eine Scheiße. Das sogar noch ohne Panzer, wenn ich Glück habe. Das wäre der Oberhammer. Jetzt bin ich gespannt, wo kämpfst du jetzt gerade? Das wäre halt, glaube ich, der Löwenanteil ihrer gesamten Armee, den ich jetzt hier vielleicht gleich hier einfach so mir holen kann, genau. Ja, das wäre auf jeden Fall mega gut. Also ich muss tatsächlich sagen, ich komme einfach nicht darüber hinweg, wie mich dieses Spiel hier um meiner Flotte beraubt. Da kannst du so viel Micron, wie du willst. Die KI überschreibt halt einfach hart deinen Befehl. Ja, ich weiß. Das ist das große Problem mit dem Spiel hier. So, das ist auch kaum zu beschönigen, keine Frage. So, ich habe sie jetzt hier tatsächlich jetzt hier gestellt. Das Schlimme ist, ich komme, glaube ich, trotzdem nicht rein. So, und der Günther ist die ganze Zeit damit beschäftigt, hier irgendein Pferd. Das sind einfach mal 23 belgische Divisionen hier. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Seine Marine zu machen. Das ist wieder so Field Marshal Haig-Style, ne? Da angreifen, wo der Gegner am stärksten ist. Guck mal, da greift er dann mit 4 Regimentern, greift er dann da auf, an der stärksten Stelle an. Weißt du, was die Härte ist, Günner? Bei mir gewinnen 2 Panzerdivisionen gegen 13 seiner Infanteriedivisionen. Das ist bitter. Ja, wenn er was versucht, da Brüssel zu stürmen, Alter, ich komm hier auf, ey, das ist einfach sinnlos. Ich bleib da jetzt einfach stehen. Das ist Quatsch. Attention. Jetzt greif halt auch mal scheiß Alexandria an, ey. Ich verstehe das nicht. Die ganze Zeit. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, du kannst übrigens Alexandria nehmen, ne? Okay. Da ist nicht mehr viel zu holen für den. Kannst du einfach von hinten drüber rollen und dann. Mach ich. Ja, also ich kann es mir echt nur so erklären, dass der aus irgendeinem Grund da ins Mittelmeer rein wollte. Tja. Tja. Attention. Krass. So, dann haben wir das gleich. Und ich eroberte hier einfach nur die Länder ja ohnehin für dich, ne? Mille grazie. Dann gehörte der gesamte Nahe Osten hier. Oh, wow. Ja, Thema wow. Ich bin selber auch gerade eben total hin und weg, wenn ich darüber nachdenke, wie krass meine Panzer hier die wegräumen. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt, du. Also meine Panzer sind viel krasser, als ich gedacht habe. Jetzt müsste ich halt endlich mal bloß die Truppen haben, damit ich sie endlich kesseln kann. Was ist denn der Typ? Ist immer noch hier oben. Die sind halt alle immer noch auf dem Weg. Was ist mit denen da? Hä? LOL! Die sind einfach nur aus der scheiß Gruppe raus. Warum?
ich habe gar nicht die 19 Divisionen verloren, Günner. Ja. Die sind einfach nur in eine eigene Gruppe gegangen. Und standen jetzt auf dem Balkan rum. So eierschaukelnd, ne? Krass. Ich muss hier demnächst hier nochmal die ganze... Also ich habe hier einfach Border War gerade eben, ne, in Polen. Das ist einfach nicht mehr witzig. Wo seid ihr? Ihr seid da. Ihr seid doch. Ihr sollt doch gar nicht euch so weit. Was ist falsch gelaufen bei euch? Ihr sollt hier bleiben. Und ihr sollt hier bleiben. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Gruppe ist. Okay, ich weiß gar nicht mehr, was. Schönen Kessel in Belgien. Ich guck gleich mal. Wir sind wieder bei 31 Minuten. Ich weiß. Ja, lass mal hier pausieren. Aber Danzig, guck mal, Polen ist jetzt komplett umzingelt. Also die haben echt, die haben es nicht geschafft, Danzig zu halten. Gegen totale Kacknoobs. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Macht's gut, ne? Ciao, ciao. In diesem Sinne, Pax Vobiscum, Valete.